Ist günstiges Werkzeug wirklich scheiße? Nein, ist es nicht. Denn es gibt ja nicht nur gut und schlecht, es gibt auch sehr viel dazwischen. Und wir haben uns schon ganz oft darüber unterhalten, dass es ja auch bei größeren und elektrischen Maschinen immer wieder zu Preisunterschieden kommt. Und was irgendwo klar ist, wenn das gleiche Werkzeug einmal sehr teuer und einmal sehr günstig ist, dann ist beim günstigen wahrscheinlich irgendwo gespart worden. Die Frage ist nun immer wieder, gilt das eigentlich auch bei Handwerkzeugen? Ja, irgendwo schon. Und wir wollen uns das heute mal am Beispiel von Stemmeisen angucken. Ganz wichtig, ein Faktor, der natürlich irgendwie klar ist bei Stemmeisen. Es gibt Stemmeisen, die maschinell hergestellt sind und es gibt Stemmeisen, die von Hand hergestellt sind. Und das rechtfertigt irgendwo schon einen gewissen Preisunterschied, einfach weil hier eine Maschine arbeitet und hier ein Mensch in sehr aufwendiger Arbeit das Stemmeisen schmiedet. Trotzdem ist keins von beidem besser. Es ist völlig in Ordnung, beides zu nutzen. Es gibt aber noch einen weiteren Faktor und der ist für euch, glaube ich, ein großes Rätsel und der nennt sich Stahl. Diese Dinger sind ja aus Werkzeugstahl und das ist am Ende auch das, was das Schneiden, Stemmen und Co. überhaupt erst möglich macht. Und um zu verstehen, warum das eine teurer ist als das andere und was eigentlich wofür gut geeignet ist, wollen wir uns das Thema Stahl heute mal anschauen. Es ist ein nerdiges Thema, ich weiß, aber wir wollen es so schnell und einfach wie möglich für euch erklären. Zuallererst müssen wir eine Sache verstehen. Ein Stemmeisen, anders als ein Sägeblatt, muss sehr viele verschiedene Anforderungen erfüllen. Wir müssen damit zum Beispiel stemmen. Das heißt, wir halten es auf ein hartes Stück Holz und hämmern hier hinten boing, mit einem Hammer volle Möhre drauf. Wir wollen damit aber auch sehr präzise, sehr fein nacharbeiten können, das Holz sehr dünn schneiden. Und wir wollen, Gott, jeder hasst es. Wir wollen natürlich auch schärfen. Denn auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn nicht sogar einer der wichtigsten Punkte. Denn ein scharfes Stemmeisen ist überhaupt nur dann ein gutes. Ein stumpfes Stemmeisen kann eigentlich direkt aus dem Fenster fliegen oder wir schärfen es halt. Was nun der Stahl mit diesen drei Attributen zu tun hat und welcher Stahl sich wie eigentlich auswirkt, das schauen wir uns jetzt an der Tafel einmal an. Jetzt wäre zuallererst ein wunderbarer Moment, um mal diesen Kanal zu abonnieren. Denn egal, ob man noch am Anfang oder schon fast am Ende seiner Reise steht, ich denke, hier kann jeder noch was lernen. Also abonnieren. Und dann zurück zum Thema Stahl. Egal, ob wir nun japanischen oder westlichen Stahl bevorzugen, es gibt ein paar Stahlarten, von denen wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gehört hat. Wir schreiben sie mal an die Tafel. Das eine ist HSS-Stahl. High-Speed Steel, das ist so ein bisschen das, was eigentlich mehr aus der Maschinentechnik kommt. Dann haben wir CV, das steht für Chrom-Vanadium. Ein Stahl, den viele von euch wahrscheinlich am ehesten kennen und vielleicht auch schon verstehen. Ein weiterer Stahl wäre weißer Papierstahl und blauer Papierstahl. Das beides sind definitiv die japanischen Stähle, die wahrscheinlich viele schon mal irgendwo kennengelernt haben. Kleiner Fun-Fact. Warum heißen die weißer und blauer Papierstahl? Ganz einfach. Die Firma, die sie entwickelt hat, Hitachi, liefert den einen in weißem Papier und den anderen in blauem Papier. Das klingt kurios, es ist aber die Wahrheit. Nun ist die Frage, wer kann denn jetzt was? Zuallererst mal HSS, der High Speed Steel, der ist sehr, sehr hart. Das können wir schon mal aufschreiben. Das bedeutet am Ende, dieser Stahl ist sehr, sehr schwer zu schleifen. Auch das können wir aufschreiben. Schwer zu schleifen. Sehr, sehr hart und sehr schwer zu schleifen. Wofür ist das dann gut? Ganz wichtig, es gibt ja verschiedene Holzarten und wir arbeiten auch immer wieder mit verschiedenen Holzarten. Und, das kann ich schon vorwegnehmen, am Ende wird so ein bisschen rauskommen, dass jeder Stahl seine Vorlieben im Holz hat. Und das ist am Ende das, womit wir uns irgendwie arrangieren müssen. HSS-Stahl ist am ehesten in einem Stemmeisen verbaut, geeignet für wirklich extrem harte Tropenhölzer. Das heißt, wir können hier hinschreiben, das sind sehr, sehr harte Hölzer. Wir reden also nicht von Eiche, sondern wir reden wirklich von Hölzern, die deutlich härter und dichter sind. Dann kommen wir zum nächsten Stahl, Chrom-Vanadium. Chrom-Vanadium ist auch ganz schön hart, lässt sich also, wir können auch wieder hier hinschreiben, sehr hart. Aber das Schöne ist, Chrom-Vanadium ist ein relativ moderner Stahl. Modern bedeutet immer, dass man etwas, was es schon gibt, irgendwie weiterentwickelt und so anpasst, dass man das Beste aus allen Welten hat. Bei Chrom-Vanadium hat man einen relativ harten Stahl, der aber verhältnismäßig gut seine Schneide hält. Das heißt, das Eisen
hält länger. Das klingt jetzt erstmal blöd, aber es ist so. Und was auch schön ist, es ist verhältnismäßig noch gut zu bearbeiten im Vergleich zu HSS. Chromvanadium ist, wenn man es ganz einfach ausdrücken will, eigentlich der Allrounder. Das ist auch der Grund, warum es in ganz, ganz vielen Stemmeisen, zum Beispiel auch in denen, die ich jedem Einsteiger empfehle, verbaut ist. Es ist von allem so ein bisschen das Beste. Es ist natürlich nicht super speziell, aber für die große Masse funktioniert es erstmal sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu weißem Papierstahl. Weißer Papierstahl heißt so, beziehungsweise ist ein Stahl, der sehr, sehr rein ist. Das heißt, er hat keine Legierung. Das macht ihn sehr, sehr einfach schärfbar. Also sehr einfach zu schärfen. Das ist ein Riesenvorteil, aber wenn etwas sehr, sehr einfach zu schärfen ist, dann hält in der Regel die Schneide auch nicht so lange. Und das ist ein großer Nachteil. Schneide schnell stumpf. Und was wir jetzt schon sehen ist, es ergibt sich so ein bisschen ein Vor- und Nachteilbild. Und das ist immer wieder klar, wenn wir uns ein Dreieck angucken, wie das, was wir eben schon gesagt haben. Wir wollen, dass es sozusagen robust ist, die Schneide lange hält und einfach zu schärfen ist. Dann stellen wir in der Regel fest, dass wir nicht alles haben können. Wir können im besten Fall zwei davon haben und die meisten Ställe haben zwei davon. Chromvanadium bricht ein bisschen aus. Chromvanadium ist eigentlich von allem relativ gut. Das heißt, das wäre tatsächlich der einzige Stahl, wo wir so ein bisschen so ein Dreieck zeichnen können. Andere Stähle wie weißer Papierstahl sind sehr, sehr einfach zu schleifen, aber im Verhältnis halten sie ihre Schneide halt nicht so lange. Das heißt, sie müssen öfter nachschleifen. Blauer Papierstahl hingegen lässt sich nicht so gut schleifen, aber immer noch besser als die anderen beiden. Also leicht zu schleifen, nicht mehr sehr leicht, sondern einfach nur leicht. Leicht schleifen, robuster und hält seine Schneide länger. Jetzt ist das trotzdem sehr theoretisch, das Thema. Aber wir sehen, jeder Stahl hat irgendwo seine Vor- und Nachteile. Das nochmal aufgeschrieben, aber einfach zusammengefasst. HSS, ein sehr, sehr harter Stahl, wirklich nur für Harthölzer, ein Stahl, der von Hand die Pest zu schleifen ist, das macht wirklich keinen Spaß. Chromvanadium, eigentlich der perfekte Allrounder, lässt sich noch ganz okay schleifen, ist relativ robust und hat auch eine relativ lange Standzeit. Weißer Papierstahl lässt sich unglaublich gut schärfen, sehr, sehr scharf, hält aber leider nicht lange, weil er halt nicht ganz so hart ist, weil die Legierung fehlt. Blauer Papierstahl lässt sich immer noch ganz gut schleifen, hat allerdings eine Legierung, ist sonst dem weißen Papierstahl sehr ähnlich, ist also robuster als weicher Papierstahl und hält aber auch etwas länger, weil er, wie gesagt, eine Legierung hat. Was am Ende bedeutet das jetzt? Das bedeutet, blauer Papierstahl ist in der Regel eigentlich nur für Hartholz geeignet. Weißer Papierstahl ist in der Regel nur für Weichhölzer geeignet, einfach weil die Schneide nicht so lange hält. Chromvanadium kann eigentlich alles ganz gut. HSS, habe ich schon gesagt, fällt eigentlich für die meisten Hobbyhandwerker raus. Was genau bedeutet das jetzt? Meine Schrift ist kaum zu lesen, doch nichtsdestotrotz fassen wir das Ganze noch einmal einfach zusammen. Wir haben hier vor mir drei Stemmeisen liegen. Weißer Papierstahl, Chromvanadium und blauer Papierstahl. Es ist natürlich so, und das ist ja unser Aufhänger gewesen, der Preis spielt eine Rolle, gar keine Frage. Von diesem Stemmeisen kostet der ganze Satz 100 Euro. Er ist allerdings auch maschinell hergestellt. Dieses Stemmeisen kostet einzeln knapp 100 Euro und dieser Stemmeisensatz, da kostet das Einzelne deutlich über 100 Euro. Wodurch kommt das? Das kommt natürlich dadurch, dass wir hier einen Stahl haben, der einfach ein einziger Stahl ist. Das ist alles Chromvanadium. Bei handgeschmiedeten japanischen Eisen ist es in der Regel so, dass die Schneidlage aus einem anderen Stahl ist als das restliche Eisen. Und, das kann man auch nochmal sagen, natürlich ist es so, dass ein hoch ausgebildeter Schmied aus dem Stahl, den er bearbeitet, nochmal etwas mehr machen kann als eine Maschine. Das ist irgendwo auch Ideologie, weil wir merken und wissen, dass Firmen wie Veritas, Linielsen und Co. einfach auch extrem hohe Qualität liefern können. Aber am Ende ist es tatsächlich einfach etwas, was ihr selbst entscheiden könnt. Es gibt gute Qualität von Schmieden, die von Hand arbeiten. Es gibt gute Qualität von qualitativen Herstellern. Nochmal, wer sich für Veritas interessiert, weiß, die haben auch nochmal eigene Stähle, aber Veritas hat ein sehr gutes Diagramm,
welcher Stahl was kann. Nun können wir noch mal wissen, weißer Papierstahl ist am ehesten für Weichholz, blauer Papierstahl am ehesten für Hartholz. Und das erklärt dann irgendwo, warum viele Menschen verschiedene Stemmeisensätze haben, genau wie ich auch. Mit dem einen kann man besser stemmen, mit dem blauen Papierstahl, mit dem weißen Papierstahl etwas besser die Pairing Cuts machen, einfach weil wir weniger Druck auf die Schneide ausüben. Und da ich nun weiß, dass wahrscheinlich die meisten von euch sagen, Digga, ich habe keinen Bock, drei Sätze zu haben, das ist Quatsch, ich arbeite ab und zu mal, ich brauche das nicht. Für euch ist, und deswegen habe ich das ja hier in dem Werktag-Video auch gesagt, Chrom-Vanadium wahrscheinlich erstmal die beste Wahl. Es ist von allem irgendwo das Beste. Es ist zu schleifen, es ist relativ lange scharf und es ist relativ robust. Insofern wählt das, was für euch passt. Es ist völlig okay, das muss man auch laut sagen, ihr müsst keine handgeschmiedeten japanischen Eisen haben. Aber ihr wisst jetzt zumindest ein bisschen, welcher Stahl kann was. Das heißt, wenn ihr auf irgendeiner Internetseite, in irgendeinem Forum lest, da verkauft jemand Stemmeisen aus zum Beispiel blauem Papierstahl, könnt ihr wissen, okay, das ist für meine Arbeit eventuell geeignet oder auch nicht. So könnt ihr eure Entscheidung in Zukunft logisch auf dem treffen, was für euch Sinn macht. Und das ist etwas besser, als einfach so ins Blaue zu raten und zu denken, oh, weißer Papierstahl, das klingt nice. Ist es nämlich nur bedingt. In diesem Sinne, habt ihr etwas über Stahl gelernt? Ich weiß, es ist ein trockenes Thema, aber viele von euch fragen es halt immer wieder, was ist der Unterschied? Das wisst ihr jetzt. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, vielleicht mit noch mehr Stemmeisen.